Nee, das ist furchtbar. So, die Wuffels, ey. Ich finde die so geil. Das ist einfach so eine geile Neuerung, ey. Im zweiten Teil jetzt. Mega gut. So. Ja, ich liebe alles daran, dass das nicht funktioniert. Und ich stabilste Shit auf diesem ganzen Planeten, ey. Ich kann das nicht. So, warte mal. Wie kam ich da hoch, dass ich da rüberkommen konnte? Ah, ich glaube hier. Warum geht das nicht? Das ist magisches Holz. Das ist ultra magisch, ey. Das ist einfach das magischste. Das ist einfach das magischste Holz auf diesem Planeten. So, wir gucken nochmal hier rein. Rechts von dir! Oh, wow! Ich gehe mal wieder ohne Leben hier rein. Ich liebe alles daran. Es ist immer wundervoll. Okay, ich bin mal wieder... Ich bin halt auch nicht schlau, ne? Ich gehe da halt auch einfach rein, so... Oh, la chiquita banana. Ich habe noch ein Viertel Lebensbalken. Aber ey, lass mal hart auf die Schnauze gegenseitig Bibel geben. Oh mein Gott. Warum bin ich so kacke? Ich kann nicht. Ah... Fucking hell. Egal. Was macht sie jetzt hier? Entschuldigung. Achso, das ist der Fluch. Okay, warte mal. Habe ich hier was vergessen? Oh, nö. Stimmt, da gab es ja noch Glocken und so. Chat, Glocken. Ritual, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Glockengeläute. Ich weiß nur nicht. Da hinten reinkomme. Irgendwie gab es auf jeden Fall einen Weg, aber puh. Jetzt war ich dumm. Da kann man klettern. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Bim bam. Hat die Glocke geläutet. Guck mal. Oh nee, nicht schon wieder. Oh nee, die kannte ich schon. Die ist ja... Natürlich, natürlich. Naja, na klar. Aua. Oh. Bitte nicht von hinten, das mag ich nicht so gern. Das ist immer sehr schwierig, tatsächlich. Oh, take your Hufe out of my face. Dankeschön. Geil. Wow. Oh, schön. Aua. Ja, manchmal mache ich nicht die klügsten Entscheidungen. Aber manchmal habe ich auch so einen hellen Moment tatsächlich. Aber der ist gerade nicht da. Oh, Alter! Doch nicht ständig ins Gesicht, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Leben. Naja, doch, du musst jetzt leider verenden, du. Also, au, nicht. Oh Gott, schon wieder ins Gesicht. Kind Kuschel, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Hello! Wir können gerade keine Party machen, Chat. Wir müssen gerade was tönen. Du, es geht nicht. Chat, versteht ihr das? Töten. das mit in die Fresse rein und so. Wie bei guter Musik. So. Das ist wie Metal, nur anders in einem Spiel. Ah. Mm. Sei vorsichtig. Bin aber manchmal nicht so schlau, ne? Aua, aua, aua. Oh, es ist sehr unangenehm, was sie hier gerade macht, ne? Aua! Was ist er denn? Wo kommt denn er her, Bruder? Okay. Okay, es war nicht so gut. Es war nicht so gut wie gedacht. Es war nicht so gut wie gedacht. Ich werde aber auch langsam ein bisschen hektisch, ne? Kann das? Ah, cheers, Kakao, Kinder. Immerhin, die Kopfschmerzen gehen ein bisschen weg von der Tablette. Ich will eine Kanalwette abschließen, ob ich das jetzt schaffe. Muss ich aber warten. Oh, ich fand tatsächlich die... Aua! Aua! Stimmt, die ist ein halbes Pony, deswegen kann die auch austreten, um Gottes Willen. Die immer mit ihrem scheiß Drecks-Hurensohn-Feuer, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, kann gerade nicht. Kann gerade ganz schlecht. Also ist wirklich gerade jetzt in diesem Moment ganz schwierig. Aua. Ich hätte nur gerne sie einfach jetzt mal weg, ey. Also. Oh, ich kann gar nicht, kann gar nicht. Muss gerade kurz gucken, dass ich nicht verende. Moment. Jetzt kann ich wieder. Dankeschön für den Sub, vielen Dank für den Support. Hallo, hallo, Lulu. Ich muss erstmal den Lulu machen und dann können wir reden. Jetzt habe ich zumindest so noch sie als nervigsten Part hier. Oh, leck mich doch an den Eiern, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, Leben. Oh Gott. Ja. Na, schlecht. Nicht so gut. Oh, nein. Nicht schon wieder. Nimm deine Patschepfoten von mir weg. Dankeschön. Jetzt aber. In dein Gesicht. Sofort. Jetzt hier und... Oh, das war wirklich... Das ist sehr gut, Schlitzi. I try my very best, ne? Same procedure as last Bambi. Same procedure as every Bambi. Good wrestler, ja, jeder, der was anderes sagt, ist schlecht. Einen wunderschönen guten Abend, der Fabi. Dankeschön für 11 Monate, einen wundervollen. Wie geht es dir? Ich habe dich ewig nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, du warst bei Schloh. Und da habt ihr richtig Action gemacht. Und Dankeschön, dass du schon so fucking lange dabei bist. Hello. Alles gut bei mir. Das freut mich sehr zu hören. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Das ist schön. Das ist schön. Was machen die Wuffs? Ich habe mittlerweile auch was Kleines Weißes so. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, ich spiele gerade Welle und die Runde beginnt jetzt. Dann mach wie stolz. Mach Muddy stolz. Okay, ich bin mittlerweile irgendwie Muddy geworden. Ich weiß auch nicht so genau. Seitdem das hier ist, Katastrophe. GL und her Fun auf jeden Fall. Du rockst das, Großer. Definitiv. Mindestens so gut wie ich gerade, weil, weißt du, First Try und so, ne? Ha. Das glaubt mir kein Mensch. Ich hasse alles. Uiuiuiuiui. Ah, schön. Dankeschön nochmal für den Submarine und dass du schon so fucking lange dabei bist. Holy Guacamole, ey. Wetten großartig, ich habe für 3+ gestimmt. Hallo. Normalerweise bei dem Game habe ich so durchschnittliches 2 Chancen-Ding. Also nach zweimal habe ich es meistens. Aber manchmal bin ich halt auch einfach kacke, ne? Das ist halt normal. So, huiuiui. So, wir müssen nach hoch. Frau von und zu Göttin. Ich höre schon wieder beschissene Sachen. Ist das nicht ein Rabe? Ich höre einen Raben. Oder drehe ich mittlerweile einfach durch? Oder Elden Ring Koop-Modus. Willst du dir das wirklich antun? Das ist ja eher die Frage, ne? Hm. Guckt mal! Die Holzwand geht doch plötzlich auf! Ja, moin, okay. Warte mal, ich muss... Chat, es ist wichtig. Ich stehe vor einer Holzwand, die ich nicht wegkriege. Aber ich mach's like Game of Thrones und hab die gar... und trag diese beschissene Eisenkette plötzlich einfach durch Timbuktu durch. I mean, das andere war Holz. Also, Holz. So, also stinknormales Holz. Ich bin Kratos, Gott des Krieges. Um Gottes Willen, ey, scheiße. Hallo D-Force, by the way. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Chat, warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Ich kann das nicht. Das ist Holz auch schwer. Ja, aber... Ich habe gerade einfach eine tonnenschwere Eisentreppe bewegt. Oh nee. Das war irgendwie jetzt kacki. Um Gottes Willen. Vielleicht ist Holz Kratos Kryptonit. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich glaube nicht, ey. Ah. Hallo Ernest, was geht? Wie geht's dir? Nein, doch. Oh. Die Klingen nicht in der Lage, Holz zu entzünden. Richtig, Chaos-Klingen. Kann nicht mehr. Asche zu Asche, Knochen zu Knochen. Wo die Liebe nicht leben kann, wohnt der Tod. Hier sind die Worte von Prinz Dagre. Von meinem gerechten Speer tropft rot das Blut dieses Schufts zu sagen. König Helgi. Mein Vater hat ihm in seiner Weisheit die Hand meiner Schwester Prinzessin Sigrun verweigert. Denn er erkannte seine wahre und dunkle Natur. Erzürnt durch diese Beleidigung versammelte König Helgi seine Truppen und marschierte in unser Land ein, um seine Braut einzufordern. Seine blutrünstigen Soldaten stießen ihre Schwerter in die Herzen aller, die sich gegen ihre unreine Vereinigung aussprachen. Mutter, Vater, alle meine Brüder, gejagt und abgeschlachtet. Alles nur, weil ihm meine schöne Schwester verwehrt wurde. Als einziger überlebender männlicher Nachkomme spießte ich den Schurken Helgi mit meinem Speer auf, tat meine Pflicht und rächte meine Familie. Bright Knight, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Ich bin am Zocken, zum Abendschirm, zum Entspannen. Ja, ich mache nur heute nicht mehr so lange, weil wir... heute war echt schon schwierig, tatsächlich. Wir hatten heute schon echt Spaß. Schwierigen Spaß. Oh, Schlüssel. Oh, nee. Wir sollten mit dem kompletten Schlüssel zurück zur Schatzkammer gehen. Sehen wir nach, was sich darin verbirgt. Ja, nicer Dicer. Das heißt, wir können jetzt auch die Schatzkammer machen und ich kann hier nochmal Leben einsammeln. Das ist sehr, sehr geil. Okay, hier ist nochmal... Entschuldigung, das war jetzt nicht so ganz geplant, aber okay. Und ich muss noch schneiden, Chat, für meinen Urlaub. Urlaub. Freya, könntest du bitte ein bisschen... Are you fucking kidding me? Really? Bis dahin bin ich dahin gelaufen. Was Leben angeht. Ich habe eh keins. Also... Okay, wie macht man die am besten? Oh, das ist ja richtig ätzend einfach nur. Oder muss ich das so in der richtigen Reihenfolge machen? Das würde auch noch Sinn ergeben. Nein! Jetzt hat sich die Bumskacke hier schon wieder so und, ne? Also. Okay, nochmal. Ich hasse es. Kratos in seiner mit einer Weltenbrückentür interagierst, werden Wut und Leben wieder aufgefüllt, ohne dass du ein anderes Leben betreten musst. Oha, wie gut, okay. Krass. Okay, scheiß auf den Lot. Wir gehen jetzt ein Geheimnis öffnen, Chat. Wie wichtiger. In all der Zeit, die Sigrun und ich miteinander verbracht haben, hat sie nie etwas darüber erwähnt. Vielleicht hat ihr gefallen, wie du sie gesehen hast. Oh, und jeder denkt immer, er ist was Besonderes für einen anderen Menschen. Schwierig. Okay, das ist interessant. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass das wieder aufgefüllt wird. Was mir noch zu dem oh Gott. Was Hellas einfällt. Und nimm mir die Kritik bitte. Als Zuschauer hat man hauptsächlich langen Reden zugehört und gesehen, wie jemand schreckliche Nachrichten erhält. Es wäre schön gewesen, wenn mehr dargestellt statt beschrieben worden wäre. Es ist Tradition, dass sich Geschichten zu einer Zeit an einem Ort entfalten, ohne Unterbrechung. Das ist klarer. Wenn du das sagst. Das ist Fjordlons Schatzkammer. Wir können den Tresor betreten. Here we go, Chat. Wir können das jetzt öffnen. Haben wir nur gefühlt 5 Tage gebraucht, ey. Schwierig. Let's fucking go. Oh nein. Oh, ich dachte, es wäre wirklich so eine Schatzkammer. Chat, scheiße. Ich dachte, es wäre wirklich eine Schatzkammer. Oh nein, nicht dein Ernst. Warum ist er denn hier? Allen Schweden. Ich kann das alles nicht. Wow. Oh, aua, aua, aua. Oh, was ist denn mit ihm hier? Aua. Was für ein Zauber! Aua! Okay, nevermind, diesen Zauber also, okay. Verschwinde, Bruder! Aua! Holy Guacamole! Okay. Okay, dann zauber du mal in Ruhe zu Ende und ich... Ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich... Ja, okay, der war mein. Ich brauche doch kein Leben, by the way. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal. Den packen wir. Der ist ja easy, ist der. Easy. Oh mein Gott, okay. Auf den Popo. Oh, geht nicht, okay. Okay, ciao. Aua! Was stimmt denn nicht mit ihm? Leck mich doch am Zuckerli, das kann doch nicht sein. Okay. Hallo, entschuldigen Sie. Haben Sie mehr als so Cevapcici? Ja. Um Gottes Willen. Umleckt mich doch am Zögerli. Uiuiuiui, ist das hier gerade ein bisschen stressig. Eieieiei. Kann ich bitte irgendwas hier aufheben, was hier bestimmt irgendwo liegt? Ja, sehr schön. Jetzt aber. Ja, schon. Ein bisschen auf jeden Fall, ja. Hier sitzt Prinz Dachel. Ich kann nicht fassen, dass er noch hier ist. Prinz Dachel? Das ist die Leiche von Sigruns Bruder? Wie ist er denn so verendet? Naja, scheinbar ist er sitzen geblieben in der 6. Klasse. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ah, schön. Bist du sicher, dass du das lesen willst? Nein. Tu du es. Das war's? Okay, cool. Wegen des Mordes am irren König verflucht. Oh, nett. Nein, doch. Sie wusste nicht, dass der irre König ihre Familie ermordet hatte. Als sie es erfuhr, war es zu spät. Sie hatte ihren Bruder verflucht. Deshalb schloss sie sich den Valkyren an. Als Buße. Du wusstest alles über Sigruns Familie, oder Freya? Es war nicht meine Geschichte. Schon komisch. Jetzt, wo ich alles weiß, liebe ich sie nur noch mehr. Sie wählte mich, trotz meiner Fehler, meiner Reue. Zu wissen, dass es ihr ähnlich ging, bringt mich ihr näher. Das freut mich zu hören. Naja, ob das jetzt was... Oh. Noch eine Skizze von Dwali. Du hast sein Gewissen erwähnt. Ja, er hat eingesehen, dass die Asen mit seinen mächtigen Waffen wahrscheinlich Zwerge töten würden. So, ich komme sofort wieder. Ich muss mal ganz kurz Pipi machen gehen, Shadow Renos. Dann hat der Alpha. Aber ich höre ihn ja trotzdem. Er war gar nicht begeistert. Wir werden jetzt noch zu Sindri gehen. Und ja, Freunde der Sonne. Ja, nee, ich dachte mehr so an Freunde der Nacht, weil es ist schon krass dunkel draußen, ja. Es ist immer noch krass Winter. Boah, ey, ich bin gerade erblindet. So viel zu Winter. Okay, das hilft meinen Kopfschmerzen heute sehr, sehr gut. Immer noch hier, habe immer noch kein Holy gemacht, aber mein Factory ist gegrowt und ich verbrauche 3 GW Strom mehr. Das ist schön. Ja, wir... Jetzt sehen wir gleich wieder Götter-Therapeutengruppe auf Doom. Erzähl mir mehr über diese Macht, die Heimdall hat. Er sieht die Zukunft. Er durchschaut eher die Person. Er sieht ihre Absicht. Meine Absicht ist, ihn zu töten. Mensch. Wissen wird ihm nicht viel helfen. Du solltest ihn auf keinen Fall unterschätzen. Jeden Zug, den du machst, er wird alles kommen sehen. Wenn du ihn herausforderst, brauchen wir etwas anderes. Einen Vorteil. Bitte? Also gut. Wir fragen die Zwerge. Ah, die unvermeidliche Befragung der Zwerge. Und Kratos so, fragen wir immer die Zwerge. Verzeihung, dürfte ich für einen Moment stören? Oh je, oh je, was jetzt? Was willst du? Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Nidauger getötet wurde. Und daraufhin wurden die Nachkommen auf die neuen Welten losgelassen. Und wenn schon? Unglücklicherweise ohne ein Vorbild, das sie beaufsichtigt. Können die kleinen Racker viel Unfug anstellen. Mit der Zeit könnte dieser Unfug dazu führen, dass sie die neuen Welten vollständig verschlingen. Um dieses grausige Schicksal abzuwenden, hätte ich gerne, dass du mir die Lindwürmer bringst. Ich glaube nämlich, dass ich eine geeignete Vaterfigur für ihre Erziehung wäre. Du findest die Wesen in allen Welten, wo sie an Rissen lagen. Bewahre sie in diesem Gerät sicher auf, bring sie zu mir und ich verspreche dir, die Mühe wird sich lohnen. Du willst sagen, du willst sie selbst aufziehen? In der Tat, ich habe weitreichende Erfahrung im Umgang mit extremen Persönlichkeiten. Verglichen dazu im wahrsten Sinne des Wortes mit meinen Emotionen zu ringen, sollte das Großziehen von ein paar Lindwürmern ein Kinderspiel. Das reicht jetzt. Ganz abgesehen davon, gibt es noch etwas anderes? Wegen Nidauger. Du solltest wissen, wir hatten keine Wahl. Das war Odin. Oh, ich bin mir der Rolle des Allvaters bei dieser Tragödie sehr wohl bewusst. Leider kann man von ihm nicht erwarten, dass er hinter sich aufräumt. Nicht alle Götter wollen du vergangenes Unrecht wieder gut machen. Ich hoffe, du findest diese Lindwürmer. Viel Glück dabei. Kommt jederzeit wieder. Vielleicht gab es ein Missverständnis. Damit rufst du mich her. Es bringt nichts, wenn ich schon hier bin. Wow. Er hat Baby-Eichhörnchen, die leuchten und die mich hassen. Wow. Okay, nice. Alles klar. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Ihr seid zurück. Sie sind zurück. Entspann dich. Ich sehe sie. So, wir machen kurz das Amulett. Braucht's auch niemand. Was es auch sein soll, ich mach's. Der Schneider der Herzen und die Wut des Himmels. Hm. Blueprints, Rumpebild. Um Gottes Willen, da geht's ums das, da verstehe ich nichts von. Oh, haben die Nornen gesagt, wie du Atreus rettest? Haben wir einen Plan? Die Nornen sagen, Heimdall wird Atreus töten. Der Plan ist, Heimdall vorher zu töten. Oh, wow, na gut. Heimdall, mal sehen. Verliert nie, sieht alles kommen, riesige Spaßbremse. Das wird nicht leicht. Was auch immer seine Stärken sind, ich werde ihn mit meinen überwältigen. Genau das ist es. Du musst seine Sinne nur positiv denken. Verstehst du? Und ich weiß da etwas, das dir dabei helfen könnte. Hol Draupnir her. Draupnir, Aber wir brauchen ihn, die Vorräte. Ach, wir haben genug. Mehr als genug. Selbst wenn, Draupnir ist keine Waffe. Warum sollte... Oh, du meinst, wir verbinden ihn mit... Ganz genau. Und wenn er dann... macht er... Verdammt, das ist brillant. Also gut. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als Draupnir zu holen. Okay. Hallo Electric Sign, wunderschönen guten Tag, Mensch, wie geht's dir? Und wie holen wir Draupnir? Draupnir. Ich wusste, die beiden hatten ihn gestohlen. Und Odin gab mir die Schuld für sein Verschwinden. Sie stahlen Draupnir? Wir haben nichts gestohlen. Wir haben nur etwas zurückgeholt, was niemals hätte verschenkt werden dürfen. Wie töte ich damit Heimdall? Da macht ihr mal keine Gedanken. Es ist eine Überraschung. Wir sind Künstler. Aber um Draupnir nur zu lagern, bräuchte man... Was meintest du? Und jetzt willst du Heimdall töten? Gewalt verhindert keine Gewalt, Kratos. Ich dachte, das hättest du verstanden. Was auch immer du denkst, dass ich verstehen soll, mein Sohn ist in Gefahr. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Auch wenn das Krieg bedeutet... Ich glaube, du wirst mir fehlen, Kleiner. Oh. Oh. Hab ihn! Glaub ich. Ich dachte, du glaubst nicht ans Schicksal. Wir machen uns alle Sorgen um deinen Sohn, aber wir... Heimdall ist eine Bedrohung, nicht nur für Atreus, sondern für alle. Er ist Odins linke Hand. Es ist Safe Call nicht der richtige. Mit dem Ragnarök beginnt. Könnten wir ihn aus dem Weg räumen, dann... Und es kann auch eine Falle sein, weil der Bastard deine Absichten kennt. Kratos, ihm hat noch nie jemand nur ein Haar krümmen können, nicht eins. So, ich habe gesammelt, was es zu sammeln gibt. Wie lange dauert es? Wir müssen nach Svartalfame für den Rest der Materialien. Und dann noch der Besuch bei... der Dame. Oh. Oh, viel besser. Au. Kratos, wann immer du bereit bist. Dame. Keine Ahnung, wovon er redet. Ich wünschte, du kämpfst mit uns, Tyr. Ich weiß, du meinst es nur gut. Aber, um ehrlich zu sein, unser letztes Abenteuer war nicht gut für mich. Ich kann mich nicht mit der Gewalt umgeben, die ihm folgt. Die euch beiden folgt. Tut mir leid. Ich bin übrigens Tyr, der große Kriegsgott, aber ich koche mittlerweile voll gerne. Und Krieg will ich auch nicht mehr führen.